Hi Leute, ich begrüße euch zum Pack-Opening der Top Scrum UEFA Women's Champions League 2021-2022 Serie. Ich habe mir gedacht, passend zur Europameisterschaft der Frauen öffne ich hier die passende Box. Ja, ist zwar nicht die Box zur Europameisterschaft, aber einfach passend zum Turnier verfolge ich gerade und einfach mal gucken, was da so drin ist. Ein Autogramm ist garantiert. 18 Packs, A4 Karten. Und ja, Ahnung habe ich nicht vom Frauenfußball unbedingt. Verfolgt zwar gerade das Turnier, aber man kennt so die üblichen Verdächtigen. Der deutschen Nationalmannschaft sowieso, ja, keine Ahnung. Ansonsten gibt es da ja noch Puteas, ich weiß nicht, Tobin Heath ist glaube ich auch eine beliebte Spielerin. So, los geht's. Steve oder Steph Catley von Arsenal London. Paulina Dudek. Paris, Jesse Fleming, Rookie Card und Lea Williamson. Sagen mir alle ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ja. Ja, Tabea Wasmuth. Und hier ist die erste Insert-Karte, die ist irgendwie schlecht abgeschnitten hier oben. Jordan Huitema. Und was haben wir hier? Jennifer Falk. Ja, das sieht echt nicht so gut aus hier. Also qualitätstechnisch, wenn ich mir diese Karte hier angucke. Schwierig. Mal hoffen, dass sich das nicht durchzieht. Ivana Andres. Oha, wen haben wir hier? Harder. Schöne Insert-Karte auf jeden Fall. Flex of Foundation. Ich glaube, die sleeve ich mir auf jeden Fall. Hier auch schon wieder schlecht abgeschnitten. Also hier der Cut. Nicht so schön, ehrlich gesagt. Zur Seite. Irgendwie fühlen sich die Packs ziemlich billig an. So, Lia Velti. Ramona Bachmann. Alves, Refraktorkarte und Eva Pajor. Bayern-Karte schon mal drin, das gefällt mir schon mal. Spielerin kennt man dann sehr wahrscheinlich. Hanna Weig, die ist nummeriert. Oh, hier ist das Autogramm. Boah, völlige Überforderung jetzt hier. Nummerierte und ein Autogramm von Bayern München. Damjanovic kenne ich tatsächlich nicht. Karte sieht aber ultra stark aus irgendwie. Und wer ist da noch? Lea Schüller. Die Karte ist hier nummeriert zu 75. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Und Hanna Weig von BK Hecken zu 99. Komm, die wird auch gesleeved. Jo,
sehr schön. Das Autogramm, das kriegt hier auch natürlich ein Toploader. Gar keine Frage. Da ist das Autogramm. Mal sehen. Gab ja einige Boxen, wo zwei Autogramme drin waren. Vielleicht hatte ich da auch das Glück. Komisch gepackt auf jeden Fall. Autogramm mittendrin. Buratin. Ingrid Sirstad-Engen. Lauren James, Future Stars. Und Sydney Lohmann. Völlig random gesleeved hier. Silver haben wir hier. Grace Gejoro. Caroline Möller. Sehr cool. Und das ist natürlich bitter. Alexia Putellas und dann ist das so gecuttet, die Karte. Also, ja, ganz schwierig. Also, zudem, muss ich auch mal sagen, sieht die dann auch noch so aus, die Karte. Ja. Schade, schade. Liebe ich trotzdem mal. Skofsen. Emma Kullberg. Hanna Glas als Refraktor. Und Claudia Pina. Gama, Lena Oberdorf, Sandy Baltimore und Viviane Assier. Ich weiß nicht, öffne ich hier gerade Panini oder ist das Tops? So gebogene Karten, das bin ich ja von Tops gar nicht gewohnt. Diani, Claudia Zornosa, Hanna Weig schon wieder, als Refraktor diesmal und ich glaube die gute Dame war auch schon dabei, Bonan C. Man macht auf jeden Fall Spaß, die Box zu öffnen, auch wenn die Kartenqualität echt zu wünschen übrig lässt. Marie-Antoinette Katoto. Schöner Name auf jeden Fall. Stine Larsen. Und Martina Rossucci oder Rossucci. Da ist eine Number drin. Anna Victoria. Da glänzt das doch aber schon hier. Midema, oh, was haben wir hier? Grace Gejoro, das ist eine nummerierte. Und Tessa, ja, Tessa. Die ist nummeriert zu 155. Rookie Card und wenn ich das jetzt so sehe, die scheint auch Kapitän zu sein. Also schlecht wird sie nicht sein.
Saki Kumagai, die wird auch gleich gesleeved. Wahrscheinlich beliebt in Japan. Wahabi. Lauren James und Misa. Ich hätte mir mal einen Stapel mit den gesleeveden Karten machen sollen. Ja, mit den übrigen. Martens. Fran Kirby. Oh, was ist das denn hier Schönes? Hamraoui. Und Sam Kerr. Sam Kerr ist auch schlecht gecuttet. Bitter, auch wenn das nur Base-Karten sind von Puteas und Sam Kerr. Trotzdem sehr schade um die Karten. 8:75. Oh, die Box neigt sich auch jetzt langsam dem Ende. 4 Packs sind es noch. Bon Marti. Rita. Ja, Cesar. Lina Hurtig. Und Jess Carter. Waren jetzt erst 2 Numberkarten drin und das Autogramm nummeriert. Amado de Almeida. Betty und Lawrence. 2 Packs noch. Jetzt noch eine Flags of Foundation von Julia gewinnen. Das wäre es natürlich. Jisoo Jun. Bess Mead. Eva Pajor. Goal Machines. Kenne ich leider nicht, aber. Die sleeve ich trotzdem mal auf gut Glück. Boah. Last Pack hat echt Spaß gemacht. Ein bisschen auf gut Glück da einfach mal reinzugehen irgendwie. In diese Box hier. Bärenstein. Das Cover, Flex of Foundation, oh, schade. Nicole Reisler oder Reisler und einmal noch Julia Grosso. Ja, das war's schon. So, hab jetzt mal die Karten hier zusammengefasst, wo ich denke, dass es vielleicht ja, gute Karten sein könnten, gute Spielerin. Lena Oberdorf. Dann haben wir hier Sydney Lohmann von FC Bayern. Ja, wie gesagt, also manche Karten eine Frechheit. Gerade bei der Basekarte von Sam Kerr und Puteas. Ja, absolut bitter. Hanna Weig oder Wüg zu 99. Lauren oder Lauren James, Harder von Chelsea, keine Ahnung. Ja, Sandy Baltimore, aber auch hier leider schlecht geschnitten. Grace Gejoro, 97er Jahrgang zu 150, Kapitän von Paris anscheinend. Lea Schüller, Basekarte. Flex of Foundation von Reisler, Nicole, Brasilianerin. Dann Eva Pajor, sagt mir auch nichts. Kira Hamraoui.
zu 75. Ja. 90er Jahrgang. Die ist schon ein bisschen erfahrener. Dann haben wir hier Saki. Ja, trotzdem Rookie-Karte übrigens, aber ja, das ist bei den Spielerinnen ja. Ich glaube, das ist das erste Set. Es gab mal so ein On-Demand-Set. Das hatte ich aber nicht gekauft damals. Saki Kumagai, Base-Karte. Hana Glas als Refraktor. Ja, und hier nochmal Puteas. Einfach schade. Und Jovana Damjanovic. Karte sieht super stark aus. Zu 75. Muss ich mal schauen, was ich da so gezogen habe. Wie gesagt, keine Ahnung. Von ihr habe ich auf jeden Fall noch nichts gehört. Von daher muss ich mich da mal informieren. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Pack-Opening gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Like da und oder ein Abo. Und dann hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann!